Gabi Möhl, 25-jährig, Veganerin. Rolf Steiner, 57-jährig, Metzgermeister. Zwei Menschen, die nie zusammenkommen und doch bedingen sie einander. Unterwegs für die gute Sache. Für ein hohes Ziel. Veganer wollen, dass jede Nutzung von Tieren vermieden wird. So viel Verzicht aber, das tut niemand freiwillig. Dazu braucht es Überzeugungsarbeit. Und es braucht Menschen wie Gabi, die sich auserwählt sehen, andere ebenso weit zu bringen. Ich bin Veganerin aus dem Grund, weil ich Tiere eigentlich ziemlich gleich aufwerten wie uns Menschen. Also ich fühle mich nicht besser oder gescheiter oder schöner als ein Tier. Und Tiere sind im Prinzip meine Freunde und meine Freunde werde ich nie essen. Also das würde für mich schon fast in Kannibalismus gehen, wenn ich Tiere würde essen. Metzgermeister Rolf Steiner auf Einkaufstour. Haben wir gerne solche. Gerade so recht im Maschgrad. Meintest du, ja. Schön fleischig, tipptopp. Der Metzger, Feind Nummer 1 der radikalen Veganbewegung. Ich finde, die Bewegung ist eigentlich völlig falsch. Es ist sicher jedem sein Recht, etwas zu nehmen oder nicht zu nehmen. Aber dass man das von der einen Seite aus meinen tut, man muss nachher alle anderen Existenten damit gefährden. Vor allem Dingen geht es ja nicht nur um einen Metzger, es geht auch um einen Bauer, der das Land bearbeitet. Und wenn wir eigentlich keine Landwirtschaft mehr haben, die das bearbeiten tut, will ich dann schauen, wie unsere Landschaft aussieht. Veganerin Gabi Möhl schaut sich ein Video an. Beweismaterial für die Richtigkeit der veganen Lebensweise. Solche Bilder haben Gabi Möhls Optik geschärft. Aus der Vegetarierin ist eine Veganerin geworden. Aus der individuellen Einsicht ein gesellschaftspolitischer Kampf. Ich bin seit 12 Jahren Vegetarierin. Und etwa vor einem halben Jahr habe ich es einfach nicht mehr gedreht. Auch die Bilder, man sieht immer mehr im Fernsehen. Und irgendwann ist jetzt mir der Kick gegeben. Und ich habe gar nicht mehr anders können, als einfach entweder mitzumachen im ganzen grossen Kuchen, auch wenn es als Vegetarierin ist, oder wirklich ganz konsequent einfach aufzuhören, etwas Tierisches zu mir zu nehmen. Eine Kuh, ein Kalb und 10 Schweine. Der wöchentliche Tierverbrauch in der Metzgerei Steiner. Die getöteten Tiere werden vom Schlachthof angeliefert. Halbiert und geviertelt, fein säuberlich getrennt. Alltag für Metzger Steiner. Tiere haben eine Seele. Daran glaubt auch Steiner. Aber sicher haben Tiere auch ein Gespür. Aber wenn man sieht, wie der Bauer eigentlich die Tiere aufzieht, wenn er eigentlich ein recht gutes Verhältnis hat mit denen und wie sie nachher ohne Muxen und ich sage auch mit einer Unbelastetheit nachher in einen Viehtransport reingehen und wie sie auch unbelastet in den Schlachthof hineinlaufen, muss ich einfach sagen, das stimmt nicht, dass die so viel Gefühl haben, dass jetzt die das Wort merken. Das stimmt einfach nicht. Das Alltagsleben steckt für Veganer voller Fallen. Es hat sich wahnsinnig viel geändert bei mir kaufen. Ich kann nicht mehr einfach das Körbchen nehmen, irgendwo Sachen einpacken. Es wird ja die Packung jetzt von mir einfach dreht und kehrt. Dann muss ich einfach schauen, was für Stabilisatoren, was für Emulgatoren drin sind. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass ich gar nichts Tierisches zu mir nehme. Der Sündenfall lauert überall. Also Honig ist für mich mal sicher nicht akzeptabel, weil der Honig wäre gedacht für Bienen selber. Eier ist für mich Menstruationsabfall von einem Huhn, also voll Bakterien. Milch ist für mich Rotmord. Veganes Haushalten, eine Herausforderung. Im Haushalt hat es die Auswirkungen, dass ich keine Lederschuhe mehr trage, keine Ledergürtel, was ja fast Norm ist. Ich habe keine Seide, keine Wollkleider mehr. Ich trage Baule oder Viskose. Veganer leben unbedingt gesünder. Es heisst immer, Vegetarier werden älter, aber das stimmt eigentlich nicht unbedingt. Sie sehen nur älter aus, weil sie Vegetarier sind. Aber ob sie überhaupt noch wissen, wie gut das wirklich Fleisch ist, das weiss ich nicht. Aber ich würde auch empfehlen, dass auch die das wieder einmal probieren. Kommunikation zwischen Nicht-Veganern und Veganern. Ein anstrengendes Unterfangen. Essen im Restaurant kann für Veganer zur Überlebensfrage werden. Grüße. Habt ihr etwas ausgewählt? Ja, ich hätte gerne Spaghetti al Pomodoro gehabt, aber ich hätte noch gerne etwas Gutes dazu. Die Spaghetti oder aus was bestehen die? Das sind aus Hartweizengrieß.
Bei den Teigwaren ist es so, dass bei den Italienern meistens hartweizengreise Teigwaren gebraucht werden. Ist aber auch nicht immer der Fall. Und ich habe also schon erlebt, dass wenn ich in ein Restaurant gegangen bin, vorher gefragt habe, was das für Teigwaren sind, es aber nicht geglaubt habe. Und er hat die Möglichkeit gehabt, in die Küche zu schauen, dass es sich einfach herausgestellt hat, dass dort auch Batterien drin sind. Es bleibt dabei. Ein Tier hat eine Seele, ein Tier hat ein Recht auf ein Leben. Es hat genau die gleichen Rechte wie wir hier zu leben. Und wenn wir einfach entscheiden, das wird gefressen, das wird gegessen, das kann ich nicht akzeptieren, das ist Mord. Fleischfresser und Metzger sind Mörder. Morden gibt es überhaupt nicht. Wir haben ein ökologisches System in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, auf der ganzen Welt, wo der Mensch berechtigt ist, in diesem ökologischen System zu leben und davon auch zu leben. Und dazu gehört auch das Fleischessen. Doch die Moral kommt, für Veganer, vor dem Fressen. Und so wird Fleischfressen zur Unmoral. Also Demos allein werden nicht länger zum Durchbruch. Ich habe das Gefühl, die Natur hilft sich selber. Wir haben jetzt schon den Rinderwahnsinn und es wird nicht mehr allzu lange gehen, wo das auf einen Menschenwahnsinn wird übergehen und dann wird hoffentlich niemand mehr Fleisch fressen. Also es kommt mir manchmal vor, es sei geschehen, also in Anführungszeichen, ein bisschen sektenähnlich. Es ist ein Guru vorne dran, wo ein bisschen tanzen tut und lärmen tut. Und die anderen, die vielleicht sich zu wenig überlegen, was für Konsequenzen das haben, tun einfach mitlaufen. Die Veganerin, der Metzgermeister. Zwei Personen, zwei Weltbilder, die nie zusammenfinden. Und doch bedingen sie einander. Ja,